Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur dritten Ausgabe des Lachmesse-Stammtischs. Und wir haben uns vorgenommen, jeden Abend den einen oder anderen Künstler, der hier gearbeitet hat auf der Lachmesse, nochmal zum Stammtisch einzuladen, um mit ihm anzustoßen. Zum Wohle. Zum Wohle. Zum Wohle. Und ich habe heute wundervolle Gäste mitgebracht. Zu meiner Rechten, meine Damen und Herren, der Zauberkünstler Michael Schreiber. Und zu meiner Linken die fantastische Luise Kinseher. So, ich fange mal mit dir an, Michael. Du bist heute aufgetreten vor Kindern auf der Lachmesse. Du kannst gerne das Mikrofon nehmen. Nehme ich mal das Mikrofon, ich hoffe, man versteht mich. Schönen guten Abend. Du bist heute aufgetreten vor Kindern und du machst eine Hogwarts-Zaubershow. Ja, der Gedanke war, es gibt ja hier bei uns in Leipzig unabhängig zur Lachmesse natürlich auch viele, viele Kinder, die gerne auch mal sicherlich in ein Theater oder in ein Kabarett gehen möchten oder was erleben sollen. Und deshalb war die Idee vor vielen Jahren auch schon mal mit dem Geschäftsführer vom Kabaretttheater Sanftwut, mit dem Martin Gläske, mal eine Kindershow, die wir als Zauberkünstler schon vor gut 20 Jahren ins Leben gerufen haben, auch hier den Kindern in einem Kabarett oder im Theater zu präsentieren. Ja, was ist denn der Inhalt eurer Show? Also wie muss ich mir das vorstellen? Was macht ihr dort? Genau, viele kennen ja, oder was ist nicht passender für Zauberei als das Thema Harry Potter und die Zauberschule in Hogwarts. Und deshalb wurde vor 20 Jahren eine kleine Kindershow kreiert, die mein großer Sohn damals präsentiert hat. Die ging 10 Minuten. Er zauberte so als kleiner Harry Potter, ähnlich wie das in den ersten Büchern, Filmen der Schauspieler Daniel Radcliffe gemacht hat. Und da war die Show nur 10 Minuten lang und bestand der Bedarf und der Wunsch, ach, warum geht denn das nicht länger? Ja, und da ist man so als Zauberer gefordert. Und seitdem gibt es die Show, die geht gut 60 Minuten. Zum Thema Harry Potter, wir haben eine tolle Kulisse, es steht ein Zauberschloss, die Winkelgasse. Ich spiele dort einen Zauberlehrer und lade die Kinder ein. Schon, wenn man ins Theater kommt, geht man durch das Gleis 9¾, landet also im Saal vor einer tollen Kulisse. Und dort erleben die Kinder mit mir eine spannende Zauberstunde auf dem Zauberschloss in Hogwarts. Wir kaufen Zauberrequisiten ein beim Zauberhändler Garrick Ollivander. Mit den Dingen wird gezaubert. Der Zauberlehrer oder Schuldirektor Albus Dumbledore beobachtet unseren Unterricht. Also ich habe tolle Themen, Geschichten aufgegriffen aus dem Film, habe dazu Kunststücke gebaut oder umgebaut, damit die zu der Kulisse und zu dem Thema passen. Ja, und damit touren wir nun mittlerweile gut 15 Jahre, ich sage mal, durch alle deutschsprachigen Länder, Deutschland, Österreich, Schweiz, mit diesem tollen Kinderprogramm. Und du zauberst gerne für Kinder, weil du hast auch als Kind schon gezaubert. Also genau. Bis heute, das habe ich vorhin erfahren, 56 Jahre alt und zauberst schon seit 46 Jahren. Also du warst 10, als du angefangen hast. Genau, ich stamme also auch aus der Zauberfamilie. Rahmen? Meine Eltern haben also auch damals schon, wie sagt man bei uns oder in meiner Generation noch zur damaligen DDR-Zeit, auch schon als Berufszauberkünstler gearbeitet. Und für mich war das toll, ich fand das cool, sich rauszusuchen, wann man eventuell arbeitet. Und für mich als Künstler heute sage ich, toll ist, dass man früh nicht so zeitig aufstehen muss. Wir sind zwar dafür abends lange unterwegs, aber früh auszuschlafen war damals für mich der Wunsch. Und ich habe es halt geschafft, bin seit 1983 selbstständig als Zauberkünstler mit zum einen, klar, tollen Kindershow, beziehungsweise mit meiner Frau präsentieren wir also auch Großillusionen. Wir sind diejenigen, die mit ein bisschen mehr Equipment kommen, um also Frauen zu zersägen, verschwinden zu lassen, zu zerteilen. Und damit spielen wir auch einmal im Monat auch im Kabaretttheater Sanftwut. Magische Momente pur, wen es interessiert. Ist ein tolles, magisches Comedy-Programm, was im Sanftwut gespielt wird, einmal im Monat. Ja, also du hast quasi zu DDR-Zeiten schon angefangen. Genau. Gab es denn da keine Bedenken, dass ihr euch vielleicht in den Westen rüber zaubert oder sowas? Nein, eigentlich nicht. Auch meine Eltern hatten nicht das Bedürfnis, weil ich meine, man hatte ja schon selbst auch als Künstler in der DDR, ich sag mal, man hatte schon einen elitäreren Stand. Also wir durften auch ins Ausland, häufig nur
in das sogenannte sozialistische Ausland. Wir waren in den Bars, in den Varietés in Polen, Bulgarien, Ungarn, bei den Tschechen. Und ich meine, ich habe mich da als Künstler wohlgefühlt. Das war relativ nur eine kurze Zeit, wo es sehr organisiert und geplant war. Denn dann kam die Wende und dann musste man als Künstler ja selber sehen, selber Aufträge akquirieren. Man war seine eigene Agentur. Vorher wurde das vom Staat organisiert. Man musste sich um alles kümmern. Aber ich sage mal, wir haben mit allen Höhen und Tiefen bis heute, ich glaube, das nicht bereut, als Zauberkünstler selbstständig zu sein. Und es freut einen ja, ja, Gäste zu verzaubern. Und du bist nicht nur zum Erzählen da, sondern du hast dich bereit erklärt, heute auch mit Luise dann noch einen Zaubertrick durchzuführen. Naja, wenn man schon mal so eine charmante Begleitung oder Interviewpartner hat, dann werden wir zum Abschluss noch ein Kunststück präsentieren. Ich glaube, Sie können es, glaube ich, von den Plätzen aus dann, glaube ich, nachher auch noch ganz gut sehen. Nein, ich habe schon gesagt, ich habe noch genügend zersägte Jungfrauen im Keller. In dem Sinne sparen wir uns das heute. Und ich hatte auch gefragt, ich glaube, es war hier im Haus keine scharfe Säge zu kriegen. Ah, okay. Ja? Ja. Luise, ich darf dir das mal... Vielen Dank. Michael Schreiber, meine Damen und Herren. Und jetzt kommen wir zu meiner charmanten Gästin auf meiner linken Seite, Luise Kinseher. Bayerische Volksschauspielerin und Kabarettistin. Du kannst mich jederzeit auch unterbrechen, falls ich irgendwelchen Unfug erzähle. Werde ich dich unterbrechen. Du hast heute hier dein Programm dargeboten, Wände streichen, Segel setzen. Ist richtig, ja. Ja, okay. Ja? Okay. Gibt's nichts zu unterbrechen. Aufgewachsen bist du in Geiselhöring in Niederbayern, hast Germanistik, Theaterwissenschaften und Geschichte studiert. Hast sehr, sehr viele Film- und Fernsehrollen gehabt, im Tatort, im Café Meineid, in München 7. Du hast so viele Auftritte in Filmen gehabt, dass wir sogar mal einen gemeinsam hatten. Echt? Ja. Wir waren mal eine Polizeistreife im Erwin-Pelzig-Film. Ach Gott, ehrlich? Was? Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Das warst du? Ja. Anna. Doch. Echt? Ja, ich war nur ein bisschen breiter, ungefähr doppelt so viel wie jetzt. Ach, wir waren die zwei dicken Polizisten, ehrlich? Ja, richtig. Nein. Das war das doch. Das hättest du mir mal vorher sagen können. Du warst. Na, ich wollte dich damit überraschen, weil ich freue mich so, dich zu sehen nach jetzt mittlerweile 2007. Ach, drum grinst du die ganze Zeit. Also. Ich frage mich schon immer, was hat denn der Mann? Dabei waren wir schon mal ja Polizei, du. Ja, du warst sogar die Chefin. Du hattest einen Stern mehr als ich. Ja, da habe ich drauf bestanden, glaube ich. Weil ich hatte ja keinen Text, dann habe ich gedacht, da will ich wenigstens viele Sterne. Doch, es gab ein bisschen Text und du hattest viel mehr als ich. Echt? Ich hatte nur einen Satz, glaube ich. Okay, eben nicht zwei. Ja, du hattest zwei. Mei, also da müssen wir ja, also da reden wir jetzt, also da müssen wir drüber reden. Ja, wunderbar, schön. Gut, wir wollen es nicht ausbreiten. Ja, ich freue mich jedenfalls, dich wiederzusehen. Hat ja, und wie viel hast du dann abgenommen? Das fragt man eine Dame nicht. Also 70 Kilogramm. Du hast 70 Kilo abgenommen? Ja, ich habe mich fast halbiert. Ja, Wahnsinn. Ja. Dann hast du ja davor irgendwie 200 Kilo gewogen. Na, wirklich, nee. Wahr? 140? 160. 160 ja, Kilo. Ja. Ja, ja. Das aber ist ja Wahnsinn. Die Wampe, die war richtig für den Polizisten, das war ideal. Die haben ja kaum ja, im Kostüm eben, eine Uniform gefunden. Und ich mag gewamperte Männer. Ja? Ja. Ich nehme wieder zu, wenn das so ist. Sehr gut. Ach, geh, 70 Kilo. Ja. Und in welchem Zeitraum? Über Jahre. Über Jahre. Über Jahre. Mhm, ja, ja. Okay. Und der Rest macht die Schminke. Ah ja, gut. Also ich gehe jetzt da nicht ins Detail. Aber es ist Wahnsinn, wie hast denn du das gemacht? Hast du da nichts mehr gegessen oder nichts mehr getrunken? Oder? Na, einfach weniger. Weniger? Ah, ja, ja, okay. Ja. Also statt 8 Weißwürsten nur noch 2. Also Moment mal, also Barbara Schöneberger macht gerade ein wahnsinniges Geschäft damit, dass sie so viel abgenommen hat. Kann ich dir auch bloß empfehlen. Ja. Da sitzt du hier und interviewst Zauberkünstler. Nein, ich möchte dich interviewen. Du bist ja eine Zauberin des Wortes und des Kabaretts. Ja. Na ja, gut, okay. Und
du bist überhäuft worden, du bist, machst ganz viele Sachen. Du bist jetzt auch die Frau Lallinger im Bayerischen Rundfunk. Du hast zahlreiche Kabarettpreise bekommen und zum Beispiel dieses Jahr den Deutschen Kabarettpreis 2023, also sozusagen den Oscar für Kabarettisten. Und bist seit 1998 unterwegs als Kabarettistin und bist auch bekannt geworden in der Rolle der Bavaria auf dem Nockerberg. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Weil ich sage alles immer, richtig. Ich sage immer Nockerberg, weil ich immer an die Nockerlsuppe denken muss. Nockerberg. Und was ich also heute auch rausgefunden habe, du hast einen eigenen Birnenbrand. Ja, das war, das war einmal so eine Idee. Naja, das war ein eigener. Naja, es gibt eine Obstbrennerei, die haben so im Bayerischen Wald, die haben so wahnsinnig uralte Bäume und haben dann die Birne Luise. Und naja, da war dann irgendwie die Idee naheliegend, dass man dann den Schnaps, also ich hatte den immer auf Tour dabei, das war ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, diesen ganzen Schnaps da immer als Merchandise dann hinterher zu verkaufen. Wenn man dann so mit so klingelnden Taschen aus dem Zug aussteigt und so. Ja, genau. Und also ganz ehrlich, dann kam Corona und ich habe sehr viel Schnaps im Keller. Also wenn jemand da braucht, ich werde ihn selber in meinem Leben nicht trinken können. Also der lagert, aber der wird ja nicht schlecht. Den kann man ja nur zum Wunden desinfizieren nehmen. Und wenn irgendwie doch nochmal irgendwas passiert oder so und man dann im Keller sitzen muss, also kommt zu mir, ich habe Schnaps. Ja, dein neues Programm, wir haben schon gesagt, das heißt Wände streichen, Segel setzen. Das klingt ja sehr nach einem Aufbruch. Allerdings hast du dort eine, ich sage jetzt mal, expressionistische Metapher benutzt, fast kafkaesk, kann man sagen, nämlich ein Loch. Da ist ein Loch in deinem Parkettboden, das wird immer größer. Also kannst du uns das vielleicht ein bisschen erklären, warum du zu dieser expressionistischen Metapher greifst? Was ist das expressionistisch? Ehrlich? Ein bisschen schon, ja. Okay. Ja. Naja, also ich habe ja sowieso, also ich glaube schon, dass man sie in der, also es wird jetzt ein bisschen kurz ernst, gell? Also dass man in der Zeit, in der wir heute leben, tatsächlich, also so diese alten Mechanismen, die so als Kabarettist so hatte, also man stellt sich auf die Bühne und sagt halt, wie es ist oder wie es besser ginge, das funktioniert zumindest für mich überhaupt nicht. Und ich habe immer so das Gefühl, in dieser komplexen Welt, in der wir gerade leben, wo es also wahnsinnig schwer ist, sich einen Überblick zu verschaffen über die verschiedensten Haltungen, Meinungen und was alles so in der Welt herum geistert, dass man eigentlich nur über eine Metapher etwas gut erzählen kann. Und deshalb habe ich mir eben diese Metapher von dem, ja, in dem Riss in meinem Fußboden ausgedacht, der mir nach 20 Jahren eventuell zum Verhängnis wird, weil ich meine Heimat verliere oder meine Wohnung in dem Sinn. Und ich halt da in den Kampf trete und um diesen Raum kämpfe. Und ich halt versuche, um diese Metapher herum bestimmte Themen zu aufzugreifen, aber halt nie mit irgendeinem Zeigefinger oder gegen andere oder für etwas, sondern einfach nur diese Metapher zur Verfügung stelle, aus der vielleicht, wenn es gut läuft, das Publikum sich dann das rauszieht, was für ihn oder was für den Einzelnen dann relevant ist. Mhm. Ja. Ich finde das schon ein bisschen raffiniert so. Ich habe ja auch Findest? Viel. Also neu ist es nicht, aber Nein. gut. Ich kannte nur, dass sich Leute morgens in Käfer verwandeln. Ja, gut, okay. Ja, Käfer. Ein Loch in der Wohnung, was einen mehr oder weniger zum Aufbruch zwingt, also weil einem mehr oder weniger der Boden unter den Füßen schwindet, wie das uns ja allen geht. Wir haben ja alle so ein bisschen Gefühl, als würden wir so den Halt verlieren, weil die alten Gewissheiten irgendwie weggehen. Ja, und ja, genau, das ist ja gerade vielleicht auch versteckt, die Botschaft in dem Programm, dass wir natürlich jetzt zwei Möglichkeiten haben. Entweder wir stehen vor dem Loch und erstarren und versuchen an dem festzuhalten, was immer war und
und verändern nichts und oder wir öffnen uns tatsächlich neuen Ideen. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil was ist eine gute Idee? Also neue Ideen sollten ja, wenn dann, gute Ideen sein. Und da streiten sich halt die Geister, was jetzt die guten Ideen für unsere Zukunft sind. Und gut, ich habe es natürlich auch festgemacht an dem Thema Klimawandel, was aber, also weil das in der Tat so ist, wir sind ja wirklich beschäftigt mit so vielen anderen, also mit Krieg und Energie und so weiter und so weiter. Und trotzdem ist es immer, denke ich mir immer, also ich habe da wirklich wahrscheinlich auch zu viele Bücher gelesen, dass dieser Klimawandel wird tatsächlich das sein, was uns global als Menschheit wirklich bedroht und womit wir klarkommen müssen und Lösungen brauchen. Und das scheint aber, also klar, die Menschheit führt Kriege, die Menschheit lässt andere verhungern und was weiß ich noch alles, ja, aber dass es uns selber wahrscheinlich in noch absehbarer Zeit sogar an den Kragen geht, das sehen wir nicht. Mhm. Und das finde ich, ja, vielleicht habe ich zu viel gelesen, aber vielleicht bin ich ja zu wissenschaftsgläubig, das kann schon sein, aber das ist in der Tat ein Riesending. Ja. Und es wird unser Wohlstand, an den wir uns so gewöhnt haben und der so schön ist und so für uns so selbstverständlich ist, der wird sich so nicht mehr halten lassen. Und wir haben keine Lösung. Wir schauen nicht hin. Wir sagen immer, die anderen sind schuld oder der Habeck ist schuld oder irgendjemand ist immer schuld, der Söder weniger. Naja, also ihr wisst, was ich meine, gell? Und, aber um das dreht sich, weil ich habe auch keine Lösung, ganz ehrlich. Und da wäre jetzt ein Zauberer gefragt. Darum hätte ich jetzt gehofft, dass du vielleicht eine Lösung hast. Der das Loch wegzaubert oder das CO2. Es wird leider nicht gehen. Du hast viele Figuren, also du machst jetzt um diese Rahmengeschichte herum, hast du ja auch sozusagen einzelne Nummern. Was sind das für Figuren, die da auftreten? Die gut funktionieren. Okay. Ich bin ja Vollblutkomikerin und habe natürlich meine Famous Mary from Bavaria, die einfach die Menschen lieben und die lustig ist. Und Helga Frese, die dann immer auch gut herhält, um nur so einen Rahmen zu geben und so. Also, ja, also die Figuren liebe ich. Ich habe ja, als ich jünger war, sehr viele Figuren gespielt und die beiden sind übrig geblieben. Okay. Die haben sie einfach auch bewährt. Das geht schon ein bisschen in Richtung meiner nächsten Frage, weil du bist ja eine sehr, sehr wandlungsfähige Schauspielerin. Also du spielst ganz viele unterschiedliche Rollen und du brauchst eigentlich keine großen Kostüme dafür, sondern du änderst dann die Stimme, die Haltung und jeder merkt, das ist jetzt eine andere Person. Und man sagt von Schauspielern, die haben eine innere Rolle. Was ist denn deine innere Rolle? Verstehe es nicht. Was, Schauspieler haben eine innere Rolle? Schauspieler haben manchmal so eine Rolle, wo sie so richtig drauf liegen, die ihnen spontan kommt, wenn man sagt... Polizisten. Oh. Mein Schatz, wir sind Polizisten. Das weißt du doch. Bin ich wahrscheinlich ein bisschen rot geworden. In Wirklichkeit, wir beide haben eine gleiche innere Rolle, wir sind Polizisten. Ja, ich habe es auch geliebt. Also eine innere Rolle, ach so, echt? Hat man sowas als Schauspieler? Ja, es gibt sowas, was einem besonders nahe liegt. Also du hast ja schon zwei genannt, die dir besonders nahe sind. Ach, sowas meinst du jetzt? Ja. Nein, ich glaube... Nee, weiß jetzt nicht. Also klar, es ist tatsächlich so, dass bei diesen Figuren, die ich jetzt auf der Kabarettbühne spiele, ich die ja schon so verinnerlicht habe, dass ich da jetzt auch spontan, ich höre jetzt als Famous Mary from Bavaria weiterreden und jeder denkt, das ist jetzt die Famous Mary from Bavaria, die jetzt hier bei dir sitzt. Die hat einen Birnenschnaps drin, glaube ich. Ja, einen Birnenschnaps. Nein, habe ich jetzt, also weiß ich jetzt nicht. Aber innere Rolle... Ich arbeite dran. Okay. Wie kommst du auf diese Rollen? Also bist du eine Beobachterin im Alltag? Sitzt du manchmal in der Kneipe, hörst am Nebentisch Gespräche mit? Oder wie kommst du auf diese Figuren, die du spielst? Ist dir schon langweilig? Ja, alles gut. Es gibt kleinen Kartendruck. Hätte ich jetzt ja sagen sollen. Naja, also bei der...
Also das ist wirklich so eine blöde Frage? Nein, überhaupt nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand interessiert. Doch, ich denke schon. Man will ja ein bisschen hinter die Kulissen auch gucken. Also es ist so, dass man ja spontan, man imitiert etwas. Also ich jetzt zum Beispiel, muss ganz ehrlich sagen, ist es so, man kann ja alles Mögliche irgendwie nachspielen oder ich sehe im Fernsehen eine Figur und die gefällt mir und dann verinnerliche ich die und dann denke ich mir, jetzt spreche ich so ein bisschen wie die oder so, ja. Und am Ende ist es aber jetzt bei den Figuren, die ich jetzt hier habe, Mary von Bavaria und Helga Frese, so, dass die sich halt einfach wirklich bewährt haben als Bühnenfiguren und ein komisches, immer so eine komische, mich als Luise Kinseher, als Kabarettistin in irgendeiner Form in ihren Extremen komisch verpacken und mit denen ich in gewiss, wo ich andere Aspekte noch mit einbringen kann und so weiter. Und je nach Thema, das ich gerade bearbeite, müssen die halt dann ran. Und die haben sie einfach bewährt. Und die habe ich tatsächlich so in mir drin. Der Simon, der sitzt ja hier hinten, mein Kollege, mein Lieber und Begleiter und Techniker und so weiter, der sagt ja immer, spui halt mal wieder irgendwelche anderen Figuren und dann, das mache ich dann immer gar nicht, weil sie die halt so bewährt haben. Aber raus aus der Komfortzone, vielleicht mache ich das mal irgendwann, Simon, dann spiele ich dich. Dann bist weg vom Fenster. Okay, vielleicht mal, neulich habe ich was ganz Schönes von dir gesehen. Das ist ein Sketch, weiß nicht, der ist vielleicht schon ein bisschen älter, wo du davon sprichst, Teller Spaghetti mit ein bisschen Tomatensauce. Ach, das reicht mir völlig. Und dann fängst du aber klar, immer zu erzählen, für dich interessant erster Gang, ist. Zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang. Also einerseits nach vorne die Bescheidenheit, hinten die Vielfräßigkeit. Ja, das ist vielleicht für mich wichtig. Und das hat mir so gut gefallen, weil das ist so eine menschliche Schwäche, die da zum Ausdruck kommt. Also guckst du auf Schwächen, die du dann irgendwie versuchst zu verpacken? Also erstens, also ich glaube, ich schaue, also bei den Themen meinst du jetzt, oder? Ja. Also auch bei den Figuren, das ist ja so typisch menschlich. Ja, ich bin so bescheiden und dann... Ja, klar, ja. Also die Schwächen, die komisch sind. Also ich finde es ganz furchtbar, wenn man aus Schwächen eine Komik herauszieht, wo es keine gibt. Also das kommt ja auch manchmal vor. Aber eine menschliche Schwäche komisch zu verpacken mit ganz viel Liebe, was finde ich da dazu gehört, sie jetzt nicht irgendwie einer bestimmten Gesellschaftsgruppe zuordnet oder so, ja. Also weil es gibt ja im Kabarett auch immer wieder die Methode, die ja immer super funktioniert. Man greift sich eine Schwäche raus und auf der, auf die tritt man dann, das möchte ich nicht. Also. Aber kleine menschliche Schwächen, besonders meine, eignen sich immer gut. Ja. Okay, du weißt, was Bayern und Leipzig gemeinsam haben? Nein. Einen Löwen im Wappen. Ach so, der passt ja super, das wusste ich gar nicht. Ja. Ehrlich. Okay. Und du hast, was den bayerischen Löwen angeht, einen besonderen Vorschlag. Und vielleicht können wir das im Rahmen einer kulturellen Aneignung, Oktoberfest haben wir auch schon, im Rahmen einer kulturellen Aneignung ja übernehmen. Also was ist deine Idee für den Löwen im Wappen? Ja, ich habe das ja im Programm, diese Nummer, dass ich hier an das Wappentier vorschlage, nämlich die Kuh, weil sie einfach friedvoller ist und nicht so brüllt, sondern Mut und nicht frisst, sondern wiederkäut. Ja, wenn ihr das in Leipzig also wollt, weiß ich nicht. Haben uns doch keine Gedanken gemacht. Ihr könnt einen Zauberer nehmen. Ja, ich glaube, wir machen auch gleich einen Kartentrick. Vielleicht noch eine letzte Frage, was ich sehr sympathisch finde bei dir. Du hast mal, glaube ich, gesagt, dass du große Säle gar nicht so schön findest. Stimmt, also nicht immer gar große Säle, gern. Aber woran liegt das? Na, also so richtig große Säle. Also ich bin einfach wirklich Kabarettistin durch und durch und Kleinkünstlerin. Und ich habe früher immer gesagt, ich brauche ein Programm, das muss man auf einem Biertragerl spielen können, sonst ist es kein richtiges Kabarettprogramm.
Aber ich liebe es schon auch, viele Menschen im Publikum sitzen zu haben. Aber diese Intimität und die Intensität von Räumen, also jetzt wie heute ein dem Akademiker, also ist einfach toll und die liebe ich schon sehr, ja. Also jetzt Bierzelte, gell Simon, haben wir auch schon. Da sagt dann der Simon immer, gell, halt laut. Manchmal passiert das und das ist aber dann auch wieder, weil früher habe ich immer gesagt, na, also Bierzelt, das kannst du vergessen, das mache ich nicht. Aber natürlich habe ich es dann einmal ausprobiert und habe da auch irgendwie was Tolles draus geht. Also ja, weil das hat dann einfach völlig andere Dynamik und man spielt anders, man spielt lauter, man spielt größer und umso schöner ist es aber alles zu haben und sich immer auf jeden Raum und jedes Publikum einzustellen. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich immer glücklich eigentlich, ja. Aber wollen wir jetzt nicht mal wieder über was anders reden? Als über Kabarett und deine Arbeit? Über mich. Ach so. Was hast denn da Neues auf dem Zettel? Ja, ich hätte hier noch eine ganze Menge. Also du wolltest zum Beispiel... Man hat mir gesagt, das dauert eine Viertelstunde. Also gut, letzte Frage. Vielleicht kommen wir da dem kindlichen Drama auf den Grund. Wir sind Polizisten. Du weißt, wir sind Polizisten. Das dich mal irgendwie zur Komik gebracht hat. Du wolltest als Kind immer eine Prinzessin sein und musstest dich als Marienkäfer verkleiden. Ist das prägend für dich? Naja, das ist halt schon so eine Geschichte, weil ich immer gedacht habe, was hat man denn so für eine Kindheit? Und ich weiß immer, natürlich wollte ich auch so sein wie die anderen. Ich wollte halt also blond sein und ich wollte Prinzessin sein dürfen. Und die Mama hat halt gesagt, ja, Prinzessinnenkostüm haben wir nicht, wir haben das Marienkäferkostüm. Also war ich halt Marienkäfer. Musstest du das und aufmachen? Natürlich macht es was mit einem. Was denkst du denn? Man ist, die anderen sind alle Prinzessinnen und du selber stehst da mit deinem Marienkäferkostüm. Und die Pumphose, die schwarze und die Strumpfhose, und bist einfach ein Insekt. Ja, man stellt sich was anders vor als Mädchen. Aber was zieht man raus? Oder wenn ich zurückdenke, es ist wahrscheinlich da schon auch was reingelegt worden, also muss ich sagen, Kraft schöpfen aus Niederlagen. Also man lässt sich halt nicht unterkriegen, sondern man trägt dann stolz sein Marienkäferkostüm. Weil mir blieb ja nichts anderes übrig, außer ich bleibe daheim. Damit wären wir doch wieder bei Kraft. Alle Cowboys und Indianer haben sie überhaupt nicht für mich interessiert. Ich glaube, es war irgendwie ein Frosch da, aber den wollte ich dann auch nicht. Aber du hast schon mal einen Frosch gespielt, glaube ich. Das stimmt. Ja, das Größte, das erzähle ich jetzt wieder gern, weil das Größte meines Lebens war, dass ich an der Staatsoper, dieses Jahr, 23, das ist das Jahr Januar, an der Staatsoper in München in der Fledermaus den Frosch spielen durfte. Und das, also das war wirklich toll. Also da bin ich aufgeblüht allein. Also weil ich sowieso ein totaler Opernfan bin und dann durfte ich in einer Oper mitspielen und mit diesen großartigen Sängern zusammen. Ich bin bloß immer vor Ehrfurcht, aber ich war wirklich insgeheim schon stolz, dass ich das machen durfte. Ja. Sehr schön. Und du hast die Königin der Nacht gesungen. Und ich habe die Königin der Nacht gesungen, eine Quintifa. Und das muss ich wirklich dazu sagen, das habe ich bis jetzt, kann ich das noch fast nicht glauben, weil wir haben natürlich, als ich die Rolle übernahm, so ein bisschen darüber nachgedacht und ich musste das ganz schnell übernehmen, weil der Polt so kurzfristig abgesagt hat und konnte da jetzt nicht groß was neu erfinden, sondern musste so aus meiner Kiste schöpfen und habe gesagt, naja, ich habe ja da diese Königin der Nacht und... aber dann meinte der Spielleiter, ja, das wäre doch gut, das könnte man ja dann vielleicht einbauen. Und habe dann gesagt, ja, also das Bayerische Staatsorchester, eines der größten, bekanntesten Orchester der Welt, wird doch jetzt nicht für mich, die Königin der Nacht, eine Quintifa spielen. Und dann haben die das gemacht und das glaube ich bis heute nicht, dass ich mit denen das dann halt so gesungen habe. Ich dachte, die machen das schon allein aus, die machen das nicht, weil... Aber die haben gesagt, nein, das ist gar nicht so schlimm, weil Mozart hat es eigentlich auch ganz anders komponiert und eigentlich ist eh alles, nee, sie machen das. Und da war ich wirklich, wirklich überrascht und
Ach, bitte erinnere mich nicht dran, es war zu schön. Ja, ich glaube, dann hat man es geschafft, wenn man die eine Quint tiefer gesungen hat und außerdem einen Frosch spielen durfte. Vielen Dank, Luise. Und jetzt machen wir einen kleinen Zaubertrick mit dir. Ich habe keine Ahnung, was du vorhast. Brauchst du das Mikrofon dazu zur Erklärung? Darf ich noch mal eine Frage stellen? Entschuldigung. Ja. Wie lange dauert denn die Sendung? Mich hätte jetzt nur interessiert, wie hat sich denn deine Schauspielerkarriere nach unserem Polizisten Na, das war der Höhepunkt meiner Schauspielerkarriere. Das muss ich witzig, schon sagen. Dann kannst du jetzt weitermachen. Na, ich war lange an einem sehr kleinen Theater, habe auch Kleinkunst gemacht und bin mittlerweile bei einem Radiosender und mache dort mit meinem Kollegen zusammen einen Podcast, der heißt Sinnlos Märchen, ist wahnsinnig erfolgreich. Wir gehen kommende Woche auf Tour, machen 6 Termine in ganz Sachsen, falls ich mich nicht kälte. Und das ist wahnsinnig schön. Also die Schauspielkarriere hat sich immer ein bisschen weiterentwickelt, natürlich nicht so wie deine. Auf den deutschen Kabarettpreis warte ich noch ein paar hundert Jahre. Ja, aber vielleicht kriegst du irgendeinen Podcastpreis oder so. Ja, wir haben natürlich jede Menge Radiopreise. Du kannst dich ja gar nicht schnell genug ducken, bevor hier die Radiopreise angerauscht kommen. Aber ich bewundere die wirklich. Also ich bewundere die wirklich, dass du das mir nicht vorher gesagt hast, dass wir mal Polizisten waren. Ich musste mich auch ganz schön zusammenreißen. Deswegen habe ich immer so gegrinst. Ja. Aber wir waren echt ein bisschen fehlbesetzt, findest du nicht? Nein, überhaupt nicht. Aber jetzt zaubern wir. Das wollte ich jetzt noch wissen. Ich wäre nie durch die Sportprüfung gekommen. Ich wäre also nie Polizeibeamter geworden mit dem Gewicht. Ja, ich auch nicht. Trotzdem, wir waren unglaublich lustig. Ich fand es trotzdem sehr, sehr schön. So, jetzt ein kleiner Zaubertrick. Du hast ein Kartenspiel mitgebracht. Ja, ich glaube, das Glas nehmen wir weg. Stellen wir hier rüber. Ich bin der Unparteiische. Du bist der Unparteiische. Ja, es ist ja am einfachsten für den Zauberkünstler. Der hat halt immer ein Kartenspiel dabei. Und wenn wir natürlich so eine nette Kabarettistin hier am Tisch haben, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir zwei gemeinsam ein Kartenkunststück vollführen. Ich würde das Mikrofon weglegen. Geht das trotzdem? Versteht man mich? Ich kann es dir ja hinhalten. Du kannst es ja hinhalten. Ich bin der Unparteiische. Ich werde das notariell begleiten. Notariell, genau. Wir nehmen. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was da jetzt kommt. Was bei mir aus so einer alten Schachtel rauskommt. Ja, ein ganz normales 52er Kartenspiel. Ich glaube, die Kamera nimmt es auf, dann zeige ich das ein bisschen so hierher. Die Gäste vielleicht am Tisch können gut erkennen, dass das 52 unterschiedliche Spielkarten sind. So haben wir das am schnellsten abgearbeitet. Und Lise, ich darf dich bitten, wenn die Karten jetzt einfach so mal in meine Hand fallen, einmal an irgendeiner Stelle Halt zu sagen. Kriegen wir hin, das sollte nicht so schwierig sein. Halt. Okay. Vielleicht hat der eine oder andere hier vorne am Tisch schon gesehen, welche Karte das ist. Die scheidet aus. Wir haben hier eine Karte im Spiel, die jetzt noch keiner kennt. Ich würde sie einfach mal so ein bisschen aus dem Spiel herausschieben. Dass du sie siehst, ich zeige sie Ihnen, ich zeige sie in die Kamera, sodass man die erstmal gut merken. Und ich hoffe, wir Zauberkünstler wollen ja immer beweisen, dass wir mit unseren Händen schneller sind als die Gäste mit ihren Augen. Wenn ich allein jetzt schon das Kartenspiel einfach einmal nur durchrausche, dass die Karte, die du eben ausgewählt hast und die eigentlich noch hier mitten im Spiel war, jetzt schon hier oben auf dem Spiel wäre. Also sowas. Ist ja schon mal gut. Wenn das jetzt zu schnell war, machen wir das noch mal ein kleines bisschen langsamer. Also wir haben, das ist der Karo Bube. Wir heben das Spiel ab. Das heißt, deine gewählte Karte landet hier mitten im Spiel. Und allein die magische Bewegung, wenn ich die Karten hier wieder aufs Spiel lege, reicht aus, sodass die Karte immer wieder oben auf dem Spiel ist. Und die ist auch nicht an zweiter Stelle. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Also die ist immer wirklich oben auf dem Spiel. Und ich probiere noch eines. Wir haben uns ja nun einfach hier auch zum Stammtisch kennengelernt. Ich würde noch einmal das Kartenspiel abheben und würde dich bitten, mir mal dein Geburtsdatum zu nennen. Moment, ich nehme das schon gleich wieder zurück. Man fragt ja Damen nicht nach dem Geburtsdatum. Deshalb möchte ich auch nur den Tag wissen. Ich glaube, ich könnte es dir sagen. Nein, ja, ich will Monat und Jahr gar nicht wissen, nur den Tag. Also 3.15. An welchem Tag vom Datum her bist du geboren? 4.1. Vierter. Der Vierte reicht schon aus.
Wir haben uns nicht abgesprochen, ich habe nichts gewusst, ich habe auch nicht auf dein Manuskript geschaut. Wenn ich jetzt 1, 2, 3, 4 Karten einfach vom Spiel herunternehme, dann wäre es doch jetzt nochmal ein kleines magisches Wunder zum Abschluss, wenn genau jetzt hier an dieser Stelle der Karo König ist. Sechs, und das regt mir so auf an den Zauberer. Wie machst denn du das? Ich mach das gut, oder? Bravo! Wahnsinn! Toll! So, vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie heute da waren. Ich danke meinen wunderbaren Gästen, Michael Schreiber und Luise Kinseher, meine Damen und Herren. Danke dir. Schön, dass Sie da waren. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Jeder von Ihnen fragt sich ja, wie funktioniert so ein Kunststück, weil Luise wollte sich das Kartenspiel auch angucken. Und wir Zauberkünstler sind ja im Grunde genommen eigentlich alles nur Falschspieler. Weißt du, warum so ein Kunststück nur funktioniert? Halt mir bitte nochmal das Mikrofon. Weil ich eigentlich ein Kartenspiel habe, was nur aus Karo König besteht. Ja, aber du hast doch vorher andere Karten gehabt. Ja. Du wolltest ja wissen, und ein Zauberer verrät nie, wie es funktioniert, deshalb komme ich nur so aus dem Teil raus. Ein paar andere hat er. Und die hat er uns dann, du bist ja so ein, gut, dass der Söder dich nicht kennt.